So, hier haben wir vorerst alle drei Sterne gekriegt, also gehen wir jetzt zum Honigbienenkönigreich. Eine ziemlich coole Galaxie. Ziemlich lustig. So. Fliegbienen Mario! Bienen Mario! Eine coole Verkleidung. Ein Bienengeschwader. Da unten ist ein schwarzes Loch. War ja klar. So, wieder eine ganz neue Galaxie. Hallo! Das ist das Honigbienenkönigreich. Unsere Königin regiert dieses Land. Ja, das machen Königinnen so. Meistens. Beziehungsweise manchmal. Hier ist... Nein. Hier ist was Lustiges. Ah, ja. Eine Schaukel, eine Wippe, was auch immer. Da kommt man zum Beispiel hier hoch. Es bringt einem nichts, aber okay. Oder? Ist das vielleicht doch was? Ja, ich habe einen geheimen Pool entdeckt. Und hier geht's nach oben. Und hier sind Piranha-Pflanzen. Haha. Dich. Oh, tot, du störst. Rein hier. So, und wieder so ein komischer Raum. Kennen wir ja schon. Au. Naja, holen wir uns mal das Fragezeichen-Dingens. Die Fragezeichen-Münze. Hallo? Yeah, Unbesiegbarkeit. So kann man sich auch ganz gerne mal ein Leben holen. Und es ist meistens so, dass man die Unbesiegbarkeit draußen nochmal verwenden kann für irgendwas Tolles, aber ich habe gerade keine Ahnung wofür. Noch sowas. Ein neuartiger Pilz? Was könnte das nur sein? Was könnte das sein? Käfer. Toter Käfer. Und runter. Und wo bin ich? Ah, hier bin ich, okay. Bienen Mario. Du wurdest zu Bienen Mario, hat A gedrückt, um zu fliegen. Ein bekloppter Hut, aber ein lustiges Kostüm. Ich kann fliegen. Nur eine begrenzte Zeit, aber hey. Ach ja, ich darf nicht ins Wasser kommen. Was du hinter dem Wasserfall siehst, ist das Schloss unserer Königin. Ja, Bienen Mario verträgt kein Wasser, wo ich gerade durchs Wasser geflogen bin. Ha, hier, ihr seht's. Kein Wasser. Allerdings, der Pilz kommt immer wieder, also eigentlich unendlich viele Möglichkeiten. Wieder runter, um wieder ein bisschen Kraft zu sammeln. Nein, Käfer! Käfer! Und runter. Nein, da war ein Leben, egal. So, falls man hier sein Bienenkostüm schon verloren hat. Bienen Mario kann auch ein paar andere Sachen, aber das wird sich sicherlich schnell ergeben. Ein sehr cooles Kostüm. Ja, das hier ist natürlich Honig. Hier kann ich nicht... Kann ich hier springen? Ja, ich kann sogar fliegen, aber nicht hochspringen. Ah, nicht runterfahren. So. So kommt man eigentlich ganz gut weit. So. Hier ist viel Wasser. Das ist nicht gut. Und rote Octoroks, die können schießen. Nein. Treffen lassen darf man sich im Übrigen, glaube ich, auch nicht. Aber... Hey, wir brauchen jetzt erstmal... Ah, eine Möglichkeit nach oben zu kommen. Nehmen wir doch diese Pusteblume. Zack. So. Naja, da brauche ich gar nicht in der Mitte. Das kann ich ja auch so regeln. Wie gesagt, Wasser entfernt unsere lustige Kleidung. Da hinten ist noch ein Leben. Das schnappe ich mir doch schnell noch. Ein Leben kriegen oder ein Leben verlieren? Ah. So. Nicht so schwer.
So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo ich eigentlich weiterkomme. Und dann fliegen wir einfach mal nach oben. Ah, hier. Zack. Flieg. Und da oben ist die Königin. Fettes Viech, ehrlich gesagt. Naja, was soll's. Was bist du? Ah! Eine Ranke? Hm, gucken wir mal, was hier ist. Okay. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Bringt mir jetzt nicht so viel, aber danke. Ich kann mir hier nicht mal... Irgendwo kann ich mich nicht mal festhalten. Gut, wieder unten. So, und ich kann hier an so warm rumrennen. Das finde ich cool. Zack. Und die Gravitation hat sich mal wieder ein bisschen verdreht. Aber hey. Was soll's? Wieder ran da. Lauf, 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 lauf. Zack. Hoi. Und wieder eine Ranke. Na, komm her. Zack. So. Hallöchen. Oh, wer bist du denn? Egal wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Kannst du dir das nicht mal ansehen? Ja, ich muss leider. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber wir rennen jetzt erstmal ein bisschen durch die Königin. Und sammeln Sternchen auf. Sternteile. Bitte nicht auf die Kommentare achten. So. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere dich drum, ja? Klar, warum nicht? So. Jetzt gucken wir mal, dass wir richtig landen. So. Und weiter geht's. Hallo? Kreisch! Meine Biene. Ich hätte nicht Kreisch machen sollen, ich hätte kreischen sollen. Egal. Das sind Tots, die sind blöd. Nanu, Mario. Mario, du bist... Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit... Luigi-Zeichen. Luigi verirrt. Ah, ganz vergessen. Wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn bitte. Her damit. Meiner. So. Somit haben wir nutzlose Tots befreit und einen Powerstern, der 10-mal so nützlich ist. So. Und wir kommen draußen raus. Du musst einen Stern erhalten. Stern Nummer 5. Und wieder eine neue Galaxie entdeckt. Na, wir machen erstmal das Honigbienenkönigreich. Fertig. Mario, dein Name ist Mario, nicht wahr? Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario. Irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Garage. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Naja. Wenigstens mal fragen kann man. Der grüne Stern ist natürlich immer noch nicht aktiv. Hallo. Ich springe auf deinem Kopf rum, weil ich es kann. Mario, wir haben auch haben es auch irgendwie bisher geschafft. Wir helfen dir, die Powerstern und Prinzessin Peach zu befreien. Du kannst auf uns zählen, Mario. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich muss wieder die Drecksarbeit machen. Mein ein One-Up. So. Die drehen sich alle mit. Naja, was soll's. Wer Spaß hat, drehen kann ich keinem verbieten. Genau, Leute, dreht euch einfach mal ein bisschen mehr. Drehen macht Spaß.